Willkommen zurück zu, ihr wisst schon was, weiter geht's mit den Quests. Ich muss jetzt gerade nochmal schauen, das ist Level 20, der König der Löwen, okay. 3000 XP gibt's da sogar für. Auf Gold achte ich jetzt nicht so, weil generell kriegt man von Gegnern gefühlt mehr Gold. Also von der Masse der Gegner halt. Ich glaube, wir machen das jetzt einfach schon mal, auch wenn das Level 20 ist. Die Zeit ist gekommen, um König Löwenardo zu retten. Löwenardo, wie auch immer. So, was gibt's denn diesmal? Der oberste Magier ist im Palast und bereit dazu, die Kugel herauszuziehen. Wir müssen sicherstellen, dass ihn niemand dabei stört. Dann machen wir das doch. Hä? Mounts. Jemand versucht, den obersten Magier aufzuhalten. Jetzt gibt's wieder Action. Ich komm so langsam... Ich sollte das vielleicht nicht sagen, aber ich behaupte jetzt einfach mal, ich komme langsam besser mit der Steuerung klar. Und auch mit dem Ausweichen. Wird wahrscheinlich gleich in der Katastrophe ändern, wenn ich das so sage. Aber hey, bist du in Ordnung, Katzkollege? Oberster Magier, ist es dir gelungen? Oh, das sieht nicht so gut aus. Irgendwas stimmt nicht. Halte dich von mir fern, Drakot. Er kontrolliert mich. Oha. Geht es dir jetzt wieder gut? Es tut mir so leid, Drakot. Er miauts. Miauts. Doch der König ist jetzt sicher. Oh, Ihre fällige Hoheit. Ihr habt meine wuschelige Mähne gerettet. Das ist, vielen Dank, junges Drachenblut. Doch jetzt ist es an der Zeit, zurückzugehen und zu tun, was immer ihr auch tut. Natürlich, ich habe auch eine Belohnung für dich. Familienjuwel, Level 2, macht 11 Damage, gibt uns 6 Lebenspunkte. Ich vertraue dir meine Familienjuwelen an, nicht deine Kronjuwelen. Junges Drachenblut, das ist schnurtastisch, eure fällige Hoheit. Und jetzt müssen wir unsere Verteidigung verstärken, falls Draco zurückkehren sollte. Wir stehen für immer in deiner Schuld, Drachenblut. Yay, Level 20. Okay, dann will ich doch mal kurz gucken. Wir machen damit da sogar mehr Schaden. Also, ja, dann rüsten wir das doch mal aus. Ansonsten, wir haben jetzt wieder 1360 Gold. Ich würde sagen, wir gucken mal, was hier als nächstes ansteht. Level 25. Die vermissten Soldaten und die Drachenanbeter. Ja gut, das machen wir jetzt aber noch nicht. Das ist vielleicht dann doch noch ein bisschen hoch. Ich hätte so langsam gern mal einen Schlüssel, um mir so eine Schatzkiste zu krallen. Aber wenn wir schon hier sind, dann würde ich doch sagen, wir müssen hier auf jeden Fall erstmal weg. War schon ein cooles Schwert. Sieht auf jeden Fall cool aus. So, wie war das hier? Das war Level 20, der Geselle der Schmiedin. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt hier erst nochmal rein. Und ich könnte natürlich auch 5000 sparen, aber das ist halt Zufall. Von daher, und ja gut, wenn wir regelmäßig... Also wenn wir mehr Gold reinkriegen, dann würde ich darauf auch sparen. Aber für den Moment lohnt das, glaube ich, noch nicht. Deswegen, wir holen uns erstmal hier noch so eine ein, zwei normale Kisten. Gucken mal, was es da so gibt. Level 8 Waffe, Axt. Gut, dann schauen wir nochmal weiter. Dadurch, dass das halt zufällig ist, das ist halt so eine Sache, geheimnisvolle Robe. Je mehr Items wir dann auch bekommen, desto unwahrscheinlicher ist es halt auch, dass wir dann das Upgrade für den Gegenstand bekommen, wofür wir das dann haben wollen. Weißmagierrobe. Ha, naja, ist jetzt nicht so mein Fall.
Na super. Weißmagierstab. Damit kann ich jetzt auch nicht so viel anfangen. Mir fehlt hier so ein bisschen so eine Funktion Weißmagierkapuze. Dass ich irgendwie 10 Kisten kaufen kann auf einmal und die dann alle gleichzeitig öffnen kann. Knappenaxt. Gut, die ist auf jeden Fall auch schlechter. Ach, vielleicht sollte ich mir das Gold gleich eh sparen. Ich will jetzt hier auch nicht die ganze Zeit Kisten öffnen. Fällige Panzerrüstung, Level 1. Okay. Ja, so 2-3 machen wir noch. Und dann dürfte das dann auch erstmal wieder reichen. Knappenaxt, Level 9. Wir kommen der Sache näher. Knappenhelm, Level 11. Okay. Einmal machen wir das jetzt noch. Und wir kriegen eine geheimnisvolle Robe, Level 5. Ja, okay. Die hat zwar, diese ganzen Teile davon haben zwar alle so Minus, aber vielleicht gibt es da so ein Set-Boni für. Set-Bonus. Könnte gut sein, man weiß es nicht. So, wenn wir schon hier sind, können wir auch direkt der Geselle der Schmiedin machen. Das gibt auch 3000 XP. Worauf wartest du noch? Kit braucht unsere Hilfe. Die Rüstung ist fast fertig. Ich brauche nur noch ein Teil. Wir tun alles für dich, Kit. Relativ weit von hier entfernt ist eine Höhle, in der es ein besonderes Erz gibt, das ich brauche. Ich habe es auf deiner Karte markiert. Lass eine Lady nie warten. Gibt es denn überhaupt noch Ladies? Ich weiß, wie ich mich unbeliebt mache. wo müssen wir denn da jetzt hin? Da oben. Okay, ja, gut, da kommen wir auf jeden Fall hin. Kein Problem. Dann nehme ich jetzt nochmal hier so ein bisschen den Krempel mit. Hat leider nicht ganz gepasst. Okay, das war ein bisschen blöd. Ich dachte, ich krieg das Monster erst kaputt. Aber gut, wir hatten da noch ein bisschen Rüstung, von daher. Ja gut, das hätte ich mir jetzt auch sparen können mit dem Goldstück. Hier ist aber ganz schön Betrieb. Autsch. Na, da haben wir jetzt ein bisschen Schaden kassiert. So, waren wir bei dir eigentlich schon? Soldat am Tag, Rettungsschwimmer bei Nacht. Ich bin's, Miau. Wusstest du, dass wir Katzen und die Hunde vom Lupusreich in einem Frieden leben, der gefährdet ist? Niemand weiß, wann es wieder Krieg geben könnte, Mounts. Ich hasse diese Hunde. Oder eher Mounts, ich hasse diese Hunde. Gut. Warte mal, da liegt ein zerrissener Zettel auf dem Boden. Die alte Pussy hat dat Erz, wat der Boss will. Wir bringen zum Abholen, Wir bringen's zum Abholen zum Feliengradsee. Trefft uns da. Warum sind diese Abholquests nie einfach? Los, lass uns losgehen und diese Erzräuber finden. Wo müssen wir denn dahin? Kann ich denn hier einfach so... Ach da, ja, gut, wir können... Wir laufen hier mal durch. Oh, die sind alle vom Level schon so hoch. Oh, wow, 104... Oh Gott, nee. Nee. So, ich brauche jetzt erstmal... Da ist noch ein Dorf. Ich muss mich hier erstmal aufs Ohr hauen. Gut. Einmal schlafen bitte. Da können wir echt nicht durch den Wald da gehen, sonst das endet in der Katastrophe. Ja, und ihr könnt mal... Was ist denn... So. Also sind die Erzräuber auch Banditen? So langsam erkenne ich ein Muster. Schau, er hat einen weiteren Zettel fallen gelassen. Ich habe das Erz über den See zum Absetzpunkt gebracht. Big Nip sagte, er passt drauf auf, bis der Boss wieder da ist. Das ist ja ein Hin und Her hier. Jetzt müssen wir da oben hin.
Ja, und hier haben wir schon andere Gegner. So, den Drachen lasse ich mal Drachen sein. Ist mir egal. Das hier ist jetzt Level 40. Okay, nee. Das Erz ist nicht hier. Warte, hörst du das? Aus den Bäumen. Puh, das war knapp. Und schau, die Banditen haben das Erz getragen. Du hast eine Handvoll des besonderen Erzes besorgt. Und hier, ein weiterer Zettel. Mit der Fernsehserie und jetzt auch dem Erz kann ich, der Banditenkönig, endlich Kid meine Liebe gestehen. Jetzt steht mir nichts mehr im Weg. Keinesfalls ein Konkurrent. Ich meine, er ist nur ein Bandit, der Liebeskummer hat. Sei Pech. Okay, jetzt wo wir das Erz haben, können wir es jederzeit an Kid weitergeben. Quest abgeschlossen. Yay, Level 21. Und ich würde mal sagen, wir machen uns mal ganz schnell vom Acker. Weil das ist hier, glaube ich, alles noch ein bisschen hoch vom Level. Ich könnte natürlich... Ja, wir können mal auf der Seite hier noch gucken. Wenn wir schon hier oben sind. Also dich sollten wir auch erledigen können. Ja, gut, dauert ein bisschen, aber dich kriegen wir auf jeden Fall kaputt. Wobei diese Eisdrachen sind allein für sich auch kein großes Problem. Level 25 ist halt auch noch ein bisschen hoch. Ansonsten, hier können wir halt noch gar nichts machen. Da könnten wir mit denen schon mal reden, aber ich glaube, da oben haben wir ein Seemonster oder irgendwas in der Richtung. Wir müssen ja sowieso erstmal wieder zurück. Man kann sich aber auch nicht irgendwie teleportieren oder so, ne? Das wäre vielleicht ganz nett. Was willst du? Geh weg. Die wollen alle Stress. Ist das jetzt... Ja. Verdammt. Wir sind jetzt hier. Das ist für die Hauptquest, oder? Ich würde mal schauen, was haben wir denn hier? Level 15, das können wir doch machen. Die Flucht. Hier ist eine Mitteilung. Hilft mir denn niemand? Ich bin im ersten Haus. Sprich durch die Tür. Wir sollten uns beeilen. Ich will mich nicht wieder selbst verlieren. Nenn mich Miaugan. Miaugan, was meinst du mit dich selbst verlieren? Ich wachte auf. Ich weiß nicht, wie ich hergekommen bin und versuchte wegzugehen. Doch da ist eine Barriere, die mich hier hält. Könnt ihr mir helfen, sie zu zerstören? Keine Angst, wir holen dich raus. Lass uns erstmal weitergehen, um einen besseren Eindruck zu bekommen. Okay. In diese Richtung kann ich nichts Seltsames spüren. Miau, meine Schnurhaare prickeln. Das ist die richtige Richtung. Noch etwas weiter hoch. Zu weit links. Fast da. Es kommt aus dieser Höhle. Ich bin mir nicht sicher, wie der Zauber gebrochen werden kann. Aber alles im Innern zu besiegen ist ein guter Anfang. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Zwillingshöhle, Monster besiegen. Das ist ja mal was ganz Neues. So, euch... Ich glaube, ich will erst hier den... Verdammt, das war zu früh. Eisdrachen erledigen, weil... Der mich verlangsamt. Und das ist uncool. Oh, hier haben wir so eine Kiste. Dann nehmen wir die erstmal mit. Level 13 Knappenhelm. Wie sieht das denn jetzt hier aus? Level 12 gibt uns sehr viel mehr Mana. Ich würde mal sagen, dann nehmen wir den jetzt. Sieht ja auch ganz nett aus. Was gibt's hier Tolles? Oh, ein Kolben? Fällige Panzerkeule. Ah, leider nur Level 3.
So, was mit euch hier los? Du gräbst einen Talisman aus. Oh, Götterkatzen, etwas passiert gerade. Der Talisman verschwindet. Die Magie ist weg. Lass uns zurückgehen und schauen, ob es funktioniert hat. Aber noch nicht. Erstmal möchte ich hier unten nochmal schauen. Ja gut, hier ist nichts mehr. Aber hier waren auch schon zwei Kisten, von daher war das eigentlich auch zu erwarten. So, wie schaut das denn aus? Der Schild ist weg. Ich bin frei. Flauschig, fällig frei. Warte, welche Flauschpfote hat das getan? Und was ist mit den anderen Bauern? Gar keine Ahnung. Vielleicht sollten wir nochmal bei den Benachrichtigungen nachschauen. Oh, ich habe das im Haus gefunden. Du kannst es haben. Magiergewand, schön und gut, ist mir aber sowas von egal. Auf Wiedersehen. Boah, was? Das fand ich irgendwie ein bisschen unpassend, aber okay. Gut. Wie schaut das denn jetzt hier aus? Was haben wir denn hier noch Tolles? Das Opfer. Das klingt doch schon mal super. Da ist ein weiterer Talisman. Dieser scheint anders zu sein. Die vom Talisman ausgehende Magie ist überwältigend. Es gibt eine eindeutige magische Spur. Wer auch immer ihn gemacht hat. Ach so, den Talisman. Okay. Will, dass wir ihn finden. Hilf mir, bitte. Hast du das gehört? Da, in der Nähe von diesem Busch. Tatzen hoch, Monster. Action. So, alle erledigt. Hier ist niemand, Miau. Lass uns weitermachen. Alles sehr mysteriös. So, hier haben wir eine ganze Menge Gegner. Miau, Growl, ja, Hilfe. Das war definitiv echt. Da drüben. Das werden auch gefühlt immer mehr Monster auf einem Fleck. Was ist denn mit dir hier, Kollege? Ah, Drachenblut. Wusstest du, dass die Monster immer stärker werden, je weiter du nach Norden gehst? Ich habe mir schon sowas gedacht. Und ich habe es auch schon gemerkt. Wieder niemand. Ah, egal. Gehen wir einfach. Okay, und wir müssen weiter nach Norden. Was ist mit euch hier? Ihr haltet auf jeden Fall schon eine ganze Ecke mehr aus. Aber das gab jetzt auch 95 XP pro Kugel. Du warst das. Ich verstehe nicht. Du bist freundlich. Du hast diesen Katzen die ganze Zeit geholfen. Warum hilfst du dann jemandem, der so böse ist? Du nennst uns böse? Das wirst du bereuen, Kätzchen. Ah, ein Katzenkampf? Miau. Aber er hat uns doch nicht böse genannt. Er hat doch sich selbst böse genannt, oder? Hä? Kämpf dagegen an! Eieiei. Das ist schon gleich volle Bandbreite. Lass uns durch, du bösartiges Magierkätzchen. Stopp, ich muss Miaugen finden, bevor er jeden vernichtet. Das ist auch so ein Name. Super zum Aussprechen. Miaugen, bist du nicht der Böse? Ich bin Miulin. Merlin lässt grüßen. Miaugen hat zugelassen, dass seine magischen Kräfte ihn kontrollieren. Ich habe ein Schild um die Stadt gelegt, um ihn einzusperren. Nun gut, Miulin. Aber warum lockst du dann andere Kätzchen in die Stadt? Je mehr Katzen da sind, umso stärker ist der Schild. Doch sie kam nicht mehr, deshalb wurde der Schild geschwächt und er ist erwacht. Fellknäuel, wie können wir ihn finden? Ich bereite einen Suchzauberspruch vor. Er ist fast fertig. Ich rufe euch bald wieder. Cool, die Quest hätten wir dann auch. Wir sind schon auf Weg zu Level 23. Ich mache jetzt hier einfach weiter mit Quests. Alles, was es hier noch so gibt. Und wenn wir das dann bis hier oben alles abgegrast haben, würde ich sagen, gehen wir nochmal zum Drachen und gucken mal,
Welches Level der hatte. Ich glaube, es war wirklich 40. Oder fast 30. So, hier haben wir auf jeden Fall noch was. Der Albtraum. Jetzt will meine Schwester mich nicht mehr aufwachen. Mounts, bitte, helft uns. Dies kann uns weitere Einsichten in diesen Fluch verleihen. Also los. Oh, Katzenabenteurer, ihr seid zurück. Die Katzenminze, die du uns gabst, hat meiner Schwester sehr geholfen. Vielen Dank. Aber wir haben nicht... Das Fieber meiner Schwester scheint abgeklungen zu sein, aber sie wacht nicht auf. Sie dreht sich im Schlaf hin und her und spricht von einem Ritter. Mounts, bitte, ihr müsst uns helfen. Klingt ganz nach dem Tun eines Gespenstes. Manchmal dringen sie in Träume ein und verhindern, dass der Schlafende aufwacht. Zum Glück hinterlassen Gespenster einen starken Geruch, dem Geister wie ich folgen können. Ich würde eher sagen, Zombies hinterlassen einen starken Geruch, aber hey, folgen wir der Spur. Naja, mach du mal, das ist mir jetzt egal, wir wollen da rein. Okay, es sieht so aus, als ob das Gespenst in dieser Höhle ist. Und um ein Gespenst wirklich zu vernichten, musst du es selbst und all seine Diener vernichten, verstanden? Level 10. Okay, das sollte ja eigentlich total unproblematisch sein. So, die fallen schon mal super easy um. Kein Problem. Oh, Eis. Schade ist mir jetzt gar nicht mal so wichtig, aber dieses Einfrieren, das kann echt... Das kann halt echt übel werden. Wenn man von mehreren starken Gegnern umzingelt ist und man kommt da nicht mehr weg. Fantastische Arbeit. Ich denke, wir können diesem Gespenst jetzt auf Nimmerwiedersehen sagen. Wie auch immer, machen wir uns schnell auf den Weg zurück. Die Schwester des Bauern sollte jetzt wieder aufwachen. Aber erst würde ich gerne noch mal gucken, ob ich hier... Ja, okay, das war so eine Truhe. Okay. So, und sonst? Nix. Verdammt, ich will diese verdammten Truhen öffnen. Verdammt, genau. Das ist jetzt... genau, wir müssen dahin. Nichts, was du tust, wird irgendetwas ändern. Lass sie in Ruhe. Sie? Die Schwester? Das Haus ist wieder einmal leer. Seit vielen Jahren verlassen. So ein Idiot hat die gesamte Stadt verflucht, Miau. Vielleicht finden wir mehr in der anderen Stadt heraus. Quest abgeschlossen, jawohl. Und gut, Quest steht halt auch immer unten. Ich bin da bisher immer so ein bisschen durcheinander gekommen, was denn hier als nächstes ansteht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt... Wir haben jetzt so ein bisschen die Auswahl. Was haben wir denn hier? Das war Level 25. Okay, das ist vielleicht noch zu hoch, aber wir können jetzt auf der Seite mal einen Quest annehmen. Das ist auf jeden Fall neu. Level 15, der erste Katz-Weihnachtstag. Aber das machen wir dann nächstes Mal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.